Willkommen zurück. Wir sind mittlerweile bei Teil 3. Das Thema ist immer noch Lernen und Energie im Zusammenhang mit Ernährung. Und in Teil 2 habe ich gesprochen über Tierleichenkonsum, euphemistisch genannt Fleischkonsum. Ja, überlegen Sie mal für einen Moment, was wäre, wenn in den Supermärkten stünde Tierleichenabteilung statt Fleischabteilung? Ja, wenn man die Dinge mal ehrlich beim Namen nennte. Wie das aussähe. Ja. Hier in diesem Teil möchte ich sprechen über Kuhmilchkonsum. Wir haben eine Kuh. Diese Kuh hat nur dann Milch, wenn sie schwanger ist. Und wenn die Kuh ihr Baby, das, was wir Kalb nennen, geboren hat, dann wird die Kuh sofort wieder vergewaltigt, damit sie wieder schwanger wird, um wieder Milch zu bringen. Das schafft die Kuh etwa 7 bis 8 Mal. Danach ist die Kuh fertig und dann geht sie ins Schlachthaus. Das ist die knallharte Realität dieser ganzen Kuhmilchindustrie. Und Kuhmilch ist ja die Grundlage nicht nur für Milch, die getrunken wird, sondern für Joghurt und alles mögliche andere Zeug. Überall ist diese Kuhmilch drin. Jetzt ist aber diese Kuhmilch von der Natur vorgesehen für das Baby der Kuh, das wir Kalb nennen. Und dieses Kalb verdoppelt sein Körpergewicht innerhalb von 3 Monaten. Es gehen 3 Monate ins Land und das Kalb ist doppelt so groß. Und ein Katalysator dieses enormen Wachstums, ein Wachstum von 100% in 3 Monaten, ist die Kuhmilch. Die Kuhmilch ist dafür, dass der Wachstumsprozess des Kalbs unterstützt wird. In der knallharten, brutalen Realität kriegt das Kalb ein Surrogat. Die Kuhmilch geht in diese ganze industrielle Verwertung und wird dem Menschen aufgeschwätzt. Ja, im Grunde ist Kuhmilch gestohlene Babynahrung, nichts anderes. Auch das sollte man mal da an die Theken in den Supermärkten entsprechend dran schreiben. Und das Kalb, bis es dann geschlachtet wird, bekommt ein Surrogat. So. Jetzt gibt es Leute, die sagen, das ist mir alles egal, ich mag meine Kuhmilch und so weiter. Und ich will auf was anderes hinweisen hier. Ich will gar nicht auf diese ganze Brutalität, die damit zu tun hat, hinweisen, außer nur am Rande, wie ich es gerade gemacht habe, sondern ich möchte auf dies hier hinweisen, auf die Verdopplung des Körpergewichts des Kalbs. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Zellen im Körper des Kalbes sich sehr schnell teilen und vermehren, denn genau das ist Körperwachstum, Zellteilung und Vermehrung. Die Zellen teilen sich, wachsen wieder, teilen sich wieder, wachsen wieder, teilen sich wieder. Das heißt, dieser Prozess ist eine sehr schnelle Zellteilung und Zellwachstum. Ja, das ist im Grunde der Oberbegriff. Ein Zellwachstum, was im Prinzip aus dieser sehr schnellen Zellteilung besteht. Die Verdopplung des Körpergewichts in 3 Monaten. So. Jetzt ist es irgendwann mal, ich vermute mal, irgendwelchen Menschen oder Personen mit sehr bösen Absichten gelungen, dem Menschen zu erzählen, dass er Kuhmilch konsumieren sollte, was ja allein schon an sich absurd ist. Stellen Sie sich das Gleiche mal mit Katzenmilch vor. Sie bekämen plötzlich erzählt, dass sie Katzenmilch konsumieren sollen oder Rehmilch oder irgendwie sowas. Ja, da würden sich alle, glaube ich, schütteln. Wenn man aber eine Lüge groß genug macht, wird sie irgendwann wahr. Das ist ein Phänomen, das man immer wieder beobachten kann. Und so gibt es im kollektiven Bewusstsein unglaublich viele Lügen, die nur oft genug wiederholt wurden. Da hat man den Leuten beigebracht, Kuhmilch sei gesund. Ja, besonders für Kinder, die müssten Kuhmilch konsumieren. Das hilft dann auch dem Zellwachstum und so weiter. Und im Grunde ist ja auch ein Teil Wahrheit da drin.
Aber in Wahrheit ist die Kuhmilch so extrem sauer, dass die Zellen übersäuern. Und ganz kritisch wird die Sache, wenn Erwachsene Kuhmilch konsumieren, denn die wachsen ja per Definition nämlich mehr. Deswegen heißen sie ja Erwachsene, weil sie bereits den Wachstumsprozess hinter sich haben. Das heißt, wenn jetzt ein Erwachsener Kuhmilch konsumiert, noch einmal, ein Katalysator für sehr schnelles Zellwachstum, für sehr schnelles Zellwachstum, für sehr schnelle Zellteilung und Wachstum und Teilung und Wachstum und Teilung und Wachstum für diesen Prozess. Wenn ein Erwachsener diesen Katalysator, der vorgesehen ist für das Kalb, zu sich nimmt, könnte es dann sein, dass damit ein Prozess gefördert wird, der einen Namen hat. Was ist denn außer Kontrolle geratene Zellteilung und außer Kontrolle geratenes Zellwachstum? Könnte es sein, dass man dafür einen Namen hat, einer sehr verbreiteten Krankheit? Ja, überlegen Sie mal bitte selber, wie diese Krankheit heißt. Könnte es also sein, dass man durch diesen Milch und Milchprodukte wie Joghurt und Quark und das ganze Zeug, dass man dadurch die Grundlage schafft für diese Krankheit? Könnte das vielleicht sein? Nochmal, ich bin kein Arzt. Ja, aber das ist für mich gesunder Menschenverstand, was ich hier sage. So, könnte das sein? Überlegen Sie einfach mal. Könnte das sein, dass hier die Grundlage, sag ich, dass jeder, der Kuhmilch konsumiert, Krebs bekommt? Nee, sage ich nicht. Aber deute ich als Frage an, dass man hier vielleicht Grundlage, Möglichkeiten schafft, dass diese Krankheit leichter entstehen könnte, als wenn man es nicht tut? Ja. So, das gebe ich jetzt einfach mal zur Anregung, denn auch das ist gerade nicht besonders förderlich für Ihren Energiezustand, für Ihr Energielevel, wenn Sie Ihre Zellen durch Kuhmilchkonsum übersäuern. Ja, dann haben Sie nämlich alle Grundlage geschaffen, wenn Sie nochmal an diese Energiematrix denken, aus Teil 1. Wenn wir hier die Anspannung haben und hier das Energieniveau, dann hatten wir hier die rote Linie. Sie erinnern sich, wenn Sie Teil 1 geschaut haben. Und was war... hier war also der Stress niedrig, hier war der Stress hoch. Hier war das Energieniveau niedrig, hier war das Energieniveau hoch. Erstrebenswert ist dieser Zustand hier, den wir nennen Calm Energy. Hier unten ist ein normaler Zustand von M, Müdigkeit nach einem arbeitsreichen, aber stressfreien Tag. Völlig normaler Zustand. Kritisch sind diese beiden Quadranten hier. Und was bringt uns jenseits der roten Linie, wenn wir von links kommen? Stress. Ja, das hier Stress. Und der Zusammenhang von Stress und Sauersein wegen allen möglichen Dingen ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Ja, also auch hier wird eine Basis geschaffen, möglicherweise, nochmal, ich bin kein Arzt, ja, aber gesunder Menschenverstand oder die Reste, die ich nach 40 Jahren Privatfernsehen davon noch habe, sagen mir, dass es nicht gut ist, wenn mein Körper übersäuert, weil ich dann nämlich auch eine Basis schaffe, dass ich leichter sauer werde und leichter Stress habe. Ja, noch einmal, was uns von hier nach hier führt, ist Stress. Und zwar Distress. Sauer sein ist für mich ein Teilaspekt von Distress. Und da haben Sie den Zusammenhang zu Lernen und Energie. Und den Zusammenhang haben Sie vielleicht noch nicht gesehen, aber ich sehe ihn. Ja, und das hängt zusammen für mich mit Kuhmilchkonsum. Ja, und auch hier wieder meine Einladung an Sie, machen Sie das Experiment. Wenn Sie unglaublich gerne Milch trinken, dann substituieren Sie. Ja, ich weiß, die Surrogatprodukte sind teurer. Hafermilch, Mandelmilch, mit Sojamilch würde ich ein bisschen aufpassen, besonders als Mann.
da nicht zu viel von konsumieren, vorsichtig, ja, aber Hafermilch, Mandelmilch, Reismilch sind alles Produkte, die Sie kaufen können, wenn man ein bisschen schaut. In Ihrem normalen Supermarkt, wo für die Masse das Dreckszeug steht, finden Sie es möglicherweise nicht. Da müssen Sie ein bisschen in speziellen Läden gucken und ja, Sie müssen mehr Geld bezahlen. Und das hat vermutlich seinen Grund. Ja. Wäre auch mal eine Möglichkeit, auch hier wieder. Kuhmilch K und das Energieniveau und S-Surrogat und das Energieniveau. Das ist hier wieder die entscheidende Frage. Da machen Sie einen Selbsttest. Und wenn Sie Ihre Kuhmilch, die Sie oder Kuhmilchprodukte, ne, alles was damit zusammenhängt, ersetzt haben durch Surrogate, die in Wirklichkeit ja keine Surrogate sind, sondern wahrscheinlich das eigentlich Natürliche, was wir auch konsumieren sollen. Und dann schauen Sie, wie sieht das mit Ihrem Energieniveau aus? Geht das Energieniveau rauf? Sind Sie vielleicht we weniger sauer wegen allem Möglichen? Das ist auch hier wieder die entscheidende Frage. Und zu diesem Selbsttest würde ich Sie gerne einladen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.